Ich glaube, jetzt kannst du dich umdrehen. Ja, kann ich mich umdrehen. Servus Leute, es ist Sonntag, Zeit für ein neues Video. Und es ist ein sehr besonderes Video, denn es gibt was zu feiern. Und anlässlich dieser Feier haben wir uns was ziemlich Verrücktes ausgedacht. Einen sehr, sehr verrückten Skitest. Der wird bei Marius laufen, doch ich nehme euch mit behind the scene. Was es damit auf sich hat, da kommen wir gleich zu. Jetzt ziehen wir erstmal hier ein paar Schwünge. Andi, der hinter der Kamera steht, der fährt jetzt hinter mir her. Und ich werde mal zum Beispiel unsere neuen Swing-Carbon-Stöcke testen. Also der erste Swing-Carbon-Stock, der wird jetzt mal richtig über die Piste gezogen. Übrigens, der Link zum Swing-Shop steht natürlich selbstverständlich unten in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Bestimmt noch was für euch dabei. Bist du bereit, Andi? Bereit. Zügige Kurven. Okay, geh auf geht's. Die beiden Experten stehen jetzt vor mir, alle links, alle rechts. Die quaken und kommen nicht zum Ende. Und Andi, wie ist es so als Kameramann? Nervig, er sagt dauernd das Falsche. Schlimm, oder? Wie viel der Take? 17. 17, ja. Take 17. Steht der Experte. Okay, auf geht's in Take 18. Vielleicht gibt's ja jetzt was. Achso, okay. Und der Skitest, von dem ich gesprochen habe, der wird stattfinden mit einem Kästle XTZ. Extreme Fun, uralter Ski, 10 Euro von eBay. Und Marius hat auch noch das richtige Outfit. Ihr seht, irgendwo da zieht er sich um. Ich gucke mir das jetzt noch nicht an. First Reaction, ich bin selbst gespannt. Ich glaube, jetzt kannst du dich umdrehen. Ja, kann ich mich umdrehen? Das ist doch geil. Du siehst so Hardcore-Deppert aus. Junge, da ist das richtige Bizep drin. Okay. Da ist er. Und? Wollt ihr eine Runde Skifahren gehen? Der Skilehrer. Da geht's hoch. Schön tiefen Squat bitte. Ja. Du musst aufpassen, dass er nicht rein. Das ist ein gutes Stück. Das Beste finde ich eigentlich den hier. Du siehst aus, als hättest du das Kreuz des Todes. Hab ich auch. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Moin Meister. Und wie ein echt Skilehrer. Das ist natürlich verantwortlich. Meidet Marius auch das Gap. Ja, das auch und immer mit Helm. Richtig. Du dann. Sehr schön. Du musst auf jeden Fall oben hier auch noch mal sagen. Jetzt ist aufgedeckt. Marius hat einen uralten Anzug, einen uralten Ski. Und es gibt jetzt drei Kategorien, in denen dieser Ski getestet wird, dieser Kästle. Und dann gibt es natürlich auch am Ende ein Endresümee. Man darf gespannt sein, wie die Kurven jetzt aussehen. Wahrscheinlich gut. Der Junge kann ja angedriftet fahren. It's amazing! Ja doch, funktioniert! Jetzt im dritten Test geht es um die UFO-Technologie, die ganz vorne im Ski verbaut ist. Ja, und Andi fliegt genauso wahnsinnig hinterher, also... Ja, jetzt wird's richtig wild. Jetzt gibt's erstmal einen richtig schönen Einsprayer. Pass mal auf, Leute. So, da sind sie und... Hey. Habe ich dich hart erwischt. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja, das soll es dann auch an dieser Stelle gewesen sein. Das ganze Video in voller Länge über den Castle Sheet Test findet ihr bei Marius. Der hampelt da jetzt auch gerade schon wieder hinten rum. Wie gesagt, an dieser Stelle auch von mir nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Alter, 50.000. Hättest du auch nicht gedacht, oder? Nee. Dass das mal irgendwann läuft. Was sagst du dazu? Bei dir ist ja noch bald, ist bald, Basti, nicht mehr lang. Ja, ich bin natürlich überwältigt. Ich finde es richtig krass, wenn man sich das bildlich vorstellt. 50.000 Menschen, das füllt quasi ein Fußballstadion. Das merkt man natürlich hier bei YouTube nicht, weil das sieht dann immer so aus, wenn wir hier produzieren. Empty.
so, da ist nicht viel. Aber trotzdem, es ist krass, welche Menschen da mittlerweile zuschauen, ja. Wahnsinn, ne? Geil. An alle Abonnenten, die auch bei Marius sind, ich bin da auch wirklich sehr beeindruckt von eurer Performance, von dem Wachstum. Und es macht mich natürlich auch genauso stolz. Genau, das soll es gewesen sein von diesem doch eher etwas witzigeren Video, etwas im Vlogging-Stil. Habe ich auch vorher öfters zu machen. Wenn euch das gefallen hat, dann drückt mal den Daumen nach oben, dann weiß ich, dass da Nachfrage besteht. Wenn ihr Fragen habt, wie ihr wisst es, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich würde sagen, ciao!